Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Futon. Und gerade Food Diary sagen, das war ja falsch. Als erstes möchte ich ganz kurz anmerken, ich hatte unter dem letzten Food Haul einen Kommentar gehabt von der, ich glaube von der Petra. Das kann ich leider nicht beantworten. Es taucht leider nicht auf. Ich kann es leider nicht darauf antworten. Also falls noch mehr Kommentare nicht beantwortet wurden, es tut mir sehr leid, aber sie werden mir einfach nicht angezeigt. Ich kann da nichts gegen tun. Also da kann ich wild drauf rumklickern, wie ich möchte. Da passiert leider gar nichts. Also ja, wenn, dann tut es mir wirklich sehr leid. Aber ja, kann es leider nicht ändern. Gut, Rewe und Lidl. Ich war einkaufen. Natürlich, was auch sonst nicht. Und zwar habe ich mitgebracht beim Rewe einen Eisbergsalat, ein paar Biomöhren, die waren im Angebot, dann Paprika, dann sind vier Süßkartoffeln mitbekommen. Dann habe ich beim Chibo, bei dem Chibo-Regal diese Spültücher mitgenommen. Das sind drei Stück an der Zahl. Ich habe die schon mal und ich finde die richtig, richtig gut. Also muss ich wirklich sagen, die sind wirklich gut und deswegen habe ich mir jetzt noch mal ein paar neue geholt. Und jetzt habe ich erstmal wirklich gut Spültücher da. Man braucht ja immer wieder Spültücher. Tisch abwischen und ihr wisst. Ne? So, weiter geht's mit zweimal Brot, zweimal das Bauernbrot. Aber ich habe heute auch noch ein Fitnessbrot mitgenommen. Das hatte ich schon länger nicht mehr. Und da hatte ich mal Lust wieder drauf. Genau. So, dann ist mitgekommen Apfelmus. Dann habe ich einen veganen Schinkenspicker mitgenommen in Grillgemüse. Dann war ich an der Käsetheke und habe ein Stückchen Bombellkäse mitgebracht. Den sieht man jetzt natürlich nicht, aber die ist ein, ungefähr so viel, so eine dicke Scheibe Bombellkäse. Da ist so eine Scheibe Bombell-Butterkäse in der Verpackung. So. Für den Herzmann. Der mag den ganz gerne und am liebsten isst er den halt so aus der Hand. Deswegen als Stück. Kann er sich so ein paar Quadrate abschneiden und die dann bümmeln. Genau. So, dann ist noch mitgekommen die Geflügelwiener, die ich vor dem Urlaub schon mal gefunden hatte bei dem anderen Rewe. Und heute habe ich sie tatsächlich auch bei unserem Rewe entdeckt. Deswegen habe ich die Geflügelwiener mitgenommen. Und weil es gerade im Angebot war von Hertha, habe ich hier diesen Finesse Hähnchenbrustaufschnitt mitgenommen. Hauchzart mit Honig. So. Ach, ich habe hier noch Obst unterschlagen. Ich habe nämlich noch ein paar Kiwi-Beeren mitgenommen. Ist irgendwie nicht scharf. Naja, Kiwi-Beeren habe ich mitgenommen. Hatte ich auch schon sehr lange nicht mehr. Wollte ich mal wieder essen. So, dann ist mitgekommen. Einmal der Haferjoghurt, der große Haferjoghurt. So, hier muss ich nochmal kurz tippen. So, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Dann war Zottjoghurt im Angebot. Da habe ich mitgebracht vier Stück. Zweimal mit Erdbeere auf Mascarpone auf Erdbeervanille und dann noch Mascarpone auf Heidelbeer-Cassis. Habe ich auch noch mitgebracht. Stelle ich wieder hier hin. So, dann viermal Milchreis, also vier. Dann hatten sie was ganz Leckeres. Und zwar hatten sie ein Bubble Tea. Den habe ich mir mitgenommen. Ist sehr verwirrend, weil da sind
Passionsfrüchte und Mangos drauf, aber da ist gar keine Mango drin. Das ist Irreführung, weil ich mag doch überhaupt keinen Mango. Jetzt habe ich mir das aber durchgelesen. Da ist gar keine Mango drin. Also kann ich den ruhig trinken. Dann wurde gesagt, ich soll die hier nochmal mitbringen. Spekulatius mit Schokolade. Wir haben noch, glaube ich, 3 oder 4 Kekse, aber die wollten nicht. Dann konnte ich gar nicht dran vorbeilaufen, weil die einfach so süß aussahen. Und zwar Lebkuchenmännchen. Guck mal, die sind doch echt süß. Dann dachte ich, oh, sind halt auch nur Lebkuchen, aber die hätte ich gerne. Ja, Lebkuchenmännchen. Dann ist noch eine Margarine mitgekommen. Achso, es sind auch noch andere Lebkuchen mitgekommen. Und ja, ich kaufe das jetzt schon. Teilweise kaufe ich das sogar schon en gros, weil, sind wir mal ehrlich, wenn dann die Zeit ist, dass man Lebkuchen essen möchte, gibt es keine mehr. Also sobald so quasi, ich finde immer so zum 1. Dezember hin, kriegst du schon fast keine Spekulatius mehr, du kriegst keine Lebkuchen mehr, kriegst keine, okay, Dominosteine und Marzipankartoffeln und sowas esse ich sowieso nicht, das finde ich eklig. Aber so Lebkuchen und Spekulatius, die gibt es dann ja schon irgendwie nicht mehr. Und da ist ja eigentlich erst die richtige Zeit dafür. Deswegen, ich glaube zwar nicht, dass sie überstehen werden, aber es wird nicht das letzte Mal sein. Und nicht das, also das erste Mal ist es ja jetzt, aber es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich Lebkuchen jetzt in nächster Zeit kaufe, weil halt, wie gesagt, wenn die Zeit ist, gibt es die ja eh nicht mehr. So, dann war Popsalat im Angebot. Aber nur manche Sorten. Aber gut, also ich habe mitgenommen, ich glaube, dieser hier war im Angebot, der Eiersalat. Den habe ich mitgenommen. Dann habe ich Budapester-Salat mitgenommen. Der war, glaube ich, nicht im Angebot, aber schlag mich, ich weiß es wirklich nicht. Und dann habe ich aber auch noch den großen Fleischsalat davon mitgenommen. Den haben wir auch noch da, aber schon mal Vorrat. Genau. So, dann habe ich noch mitgenommen. Und das waren jetzt, ja, das war jetzt der letzte Artikel von dort. Und zwar Gurkensticks. Habe ich 2 Gläser mitgebracht von der Rewe Beste Wahl. Und ganz ehrlich, diese Rewe Beste Wahl Gurkensticks, die finde ich einfach super lecker. Die sind die besten Gurkensticks, wirklich. Ich finde, es gibt keine besseren Gurkensticks als diese. Gut, ich räume das kurz weg und dann machen wir mit dem Lidl weiter. Okay. Beim Lidl ist mitgekommen. Auch ein bisschen Vorrat tatsächlich. Also, naja, reden wir später drüber. Es sind mitgekommen Frühlingszwiebeln. Relativ wenig, wie ich finde, aber dafür sehr dicke Stangen. Dann ist mitgekommen ein Suppengrün. Dann sind 6 Äpfel mitgekommen. Und eine grüne Gurke. So. Dann ist auch ein bisschen was Süßes mitgekommen und Salziges. Und zwar habe ich hier einmal diese Limited Edition mit weißer Schokolade gefunden von Nippon. Die gibt es ja nun schon relativ lange, die Limited Edition. Aber da sie jetzt im Angebot war beim Lidl, dachte ich, nehme ich die jetzt mal mit. Genau. Unter anderem waren aber auch von Funny Frisch Chips im Angebot. Da habe ich diese hier mitgenommen. Ofenchips, geriffelte. Dann haben wir ein paar Pfefferbeißer mitgenommen. Dann habe ich noch mal ein Paket Butterkäse mitgenommen. Und weil sie es gerade da hatten und sich das Gott sei Dank relativ lange hält, habe ich jetzt gleich 3 Packungen Truthahn-Salami mitgenommen. Genau. Weil, ja, wie gesagt, gibt es ja nicht so häufig. Und wenn dann schon mal 3 Packungen da sind, muss man gleich zuschlagen. So, des Weiteren ist mitgekommen 2-mal Schmierkäse. Dann habe ich 2 Packungen Spaghetti mitgebracht. Eins davon war gratis in der App.
habe ich ein großes Päckchen Eier mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen Putengulasch. Putenschnitzel. Ein Schweinefilet. Rohrschinken. Dann habe ich zweimal Bacon mitgenommen. Dann habe ich zweimal solche Mozzarella-Rollen mitgenommen. Die sind ganz gut, die kann man super schneiden, finde ich. Und ja, deswegen habe ich davon zwei mitgenommen. Dann ist einmal Duschgel mitgekommen. Dann ist einmal Tomatenmark auch mitgekommen. Sind Kaminwurzler mitgekommen, einmal in der Chili-Variante und einmal in der, ich glaube, ist nur geräuchert. Dann ist eine Dose Mais mitgekommen. Dann gab es in der Aktionstruhe heute Kerrygold Aufstrich. Da habe ich Kirschpaprika mitgenommen, der ist auch immer sehr lecker, wie ich finde. Dann ist meine obligatorische 10-mal Milch mitgekommen. Dann ist 3-mal passierte Tomate mitgekommen. Jetzt habe ich keinen Platz mehr hier. Ein bisschen schieben. Dann ist 4-mal Kochsahne mitgekommen. Oh, ich habe eine Feder. Könnt ihr die sehen? Ist eine Feder dran. Eine kleine Feder. Wo die wohl herkommt? Wahrscheinlich von den Eiern. So, dann sind noch 4 Packen Batterien mitgekommen. Batterien sind hier ein sehr hohes Verbrauchsgut. Dann ist einmal Lachs mitgekommen und ja, der darf ruhig schon auftauchen, denn den wird es heute geben. Also einmal Lachs. Dann lege ich den endlich hin. Da, so. Und zu guter Letzt ist noch von Finish Klarspüler mitgekommen in der Riesenpackung. Genau. Eigentlich sollte es heute auch Waschmittelpots geben, 36 Stück, glaube ich, für einen 10er. Aber die habe ich nicht gefunden. Irgendwie gab es die nicht. Deswegen habe ich das dann nicht mitgebracht, weil, wie gesagt, habe ich nicht gefunden. So, das war das. Kommen wir zu unserem Essensplan. So, es ist geplant diese Woche. Es ist ein Mittagessen gerückt. Ist aber nicht schlimm, weil es ist tiefgekühlt. Und zwar hier einmal Schnitzel mit Pommes, hatte ich doch letzte Woche gesagt. Und das gibt es diese Woche. Dann soll es unter anderem Putengulasch geben, dann soll es Lachspasta geben, also heute. Dann soll es Tomaten-Mozzarella-Putenschnitzel geben aus dem Ofen. Dann soll es Süßkartoffel-Möhrensuppe geben oder Eintopf, je nachdem wie ihr das sehen wollt. Dann gibt es Eierrösti und dann gibt es noch Schweinefilet mit Bacon ummantelt. Und was ich dazu koche, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht mache ich Reis dazu. Mal sehen. Habe ich jetzt alle vorgelesen? Ich glaube schon, gell? Ja. Das war's. Mensch, das Video geht ja heute richtig lange. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz wundervollen Montag. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche auch gestartet. Wir sehen uns am Donnerstag wieder zu einem Mini-Food-Haul. Und bis dahin, pass schön auf dich auf und sei ganz lieb gegrüßt. Bis dann. Tschüss.